Yo Leute, Double P ist hier wieder Tanzverbot. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Das hat es schon ewig nicht mehr gegeben auf meinem Kanal, also bestimmt schon ein paar Wochen nicht mehr. Ja, das hängt bestimmt auch mit den gegebenen Umständen zusammen, dass man jetzt nicht mehr sehr vielen Aktivitäten nachgehen kann. Ich allerdings habe mir gedacht, nach langer Zeit, ich mache einfach mal so ein Tagesroutinen-Video, also nicht hier so schminken oder sowas. Ja, guck mal, also am Morgen diese Morgenroutine mache ich. Ich putze mir die Zähne, dann schminke ich mich und dann gehe ich außer Haus mit meinem Pudel. Das wird nicht passieren. Ich nehme euch einfach mit, was heute passiert, wenn ich nur am PC sitze. Das wird nicht passieren. Ich mache halt das, was ich den ganzen Tag halt mache und ich nehme euch dann mit und ich wünsche euch übertrieben viel Spaß. Jetzt mal ehrlich, ey, das wird so geil. So, wie kann der Tag besser starten als mit schön frischen Orangensaft? Also das ist kein frischer Orangensaft, der ist irgendwie abgefüllt in der Fabrik. Darum geht es mir auch nicht. Ich weiß, dass viele Leute Orangensaft haten, aber mich stellt das mental irgendwie auf den Tag ein. Ich trinke das nicht jeden Tag, aber manchmal gönne ich mir einfach hier so ein Viertel Liter oder wie viel es ist, hier 330 Milliliter. Ist auch ohne Zusätze, also ist einfach nur reiner Orangensaft. Ich weiß, ich werde da eh wieder Kommentare kriegen, aber ist mir egal. Ich liebe Orangensaft und den werde ich mir jetzt genüsslich reinziehen und dann kann der Tag auch einfach 1A Sahne starten, Alter. Ja, jetzt sind schon einige Stunden vergangen. Irgendwie habe ich voll vergessen, dass ich einen Vlog machen wollte. Hab dann zwischenzeitlich auch nochmal geschlafen. Wie gesagt, ich bin sehr früh aufgestanden. Also ich habe nochmal 1,5 Stunden oder so geschlafen. Das ist ganz gut. Jetzt fühle ich mich gut. Ja, womit verbringe ich eigentlich den halben Tag so? Also ich habe gerade irgendwie seit 3, 4 Tagen bin ich so voll in diesen Aktiending drin. Das ist mega krass. Ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt. Keine Ahnung. Also dieser Boom hat ja so angefangen. Dann hat man ja gehört, so Öl ist auf einmal niedrig. Halt generell dadurch, dass jetzt halt dieses Virus ausgebrochen ist, sind halt ziemlich viele Aktien übelst weit runtergegangen und jetzt denken alle, sie können investieren. Ich bin halt auch einer davon. So, dann wollte ich mich bei so einem Broker anmelden, aber das ist dreimal fehlgeschlagen und man hat immer 2 Stunden Wartezeit gehabt, weil sich natürlich jeder anmelden wollte, um mit Aktien zu handeln. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, denn jetzt bin ich seit 2, 3 Tagen so intensiv da drin. Ich gucke mir den ganzen Tag nur irgendwelche Aktienkurse an, gucke mir an, wie das alles läuft. Habe sogar Kontakt mit diesem Finanzfluss. Grüße gehen raus. Ich habe mit ihm sogar schon auf Discord geredet. Übelst der Ehre, man weiß ja, der hat übelst die Ahnung und ich kann einfach mit ihm reden. So, das ist einer der größten von in dieser Szene und das ist schon cool. So, das pusht natürlich auch so. Und ja, ich kann euch hier vielleicht nebenbei noch zeigen, wo ich hier gerade bin. Ja, halt so dieses Standardzeug, wo man so über Aktien redet. Ich laufe hier mal ganz kurz hoch, das ist überkrass. Guck mal, was das hier für eine Aussicht ist, Alter. Da steht mein Auto. Ich bin hier so richtig weit nach hinten gefahren. Ich war hier noch nie gewesen. Das ist übelst geil, weil die Straße ist hier so eng. Das ist so eine Straße, da passen auf jeden Fall, auch wenn du ein guter Fahrer bist und dein Auto gut einschätzen kannst, keine 2 Autos vorbei. Hier können wir, ich weiß nicht, ob ihr die Straße sehen könnt, hier fährt auch das Auto, da passt ein Auto. Und die Seiten sind so leicht steil und ich fahre halt so eine A-Klasse hier und die ist eh schon tief. So, da kannst du nicht einfach mal schnell rauf auf den Rasen oder sowas. So, da schleifst du dir unten alles auf und dann, ja, gut, ich bin zwar voll Kasko versichert, aber muss ja trotzdem nicht sein, weil ich den Typen auch mag von der Autovermietung. Ja. Das ist halt mein Tag. Ich habe es tatsächlich auch endlich mal geschafft, ein bisschen früher rauszukommen. Sonst, ich weiß nicht, ich hab ein Auto, es ist so schön hier. Natürlich sollte man nicht raus, aber ich meine mal, hier kann es mir keiner übeln. Hier ist niemand. Ihr seht, hier ist nicht eine einzige Person. Deswegen schade ich ja damit auch niemanden so. Das ist ja einfach nur für mein seelisches Wohl, draußen unterwegs zu sein. Ja, und normalerweise gehe ich immer erst abends raus. Das nervt mich so ein bisschen. Also wenn es dann schon dunkel ist, dann kann man hier sowas gar nicht mehr erleben. Ich meine, mal guckt euch das an. Scheiße, ich kann gar nicht ranzoomen. Guckt euch mal an, wie schön das einfach ist. Und das Handy nimmt das leider immer nicht ganz so auf, wie die Augen das halt aufnehmen. Also man müsste dafür natürlich eine richtige Kamera haben. Aber Digga, 1 Million Abonnenten nimmt immer noch mit der Frontkamera seines Handys auf. Ja, mal gucken, was heute noch passiert. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen hier chillen, weil das sehr angenehm ist. Mir vielleicht noch mal die ein oder andere Aktie angucken. Mann, ich bin kein krasser Investor oder sowas, aber ich finde das Thema halt sehr interessant, weil das sehr anspruchsvoll ist und ich mag anspruchsvolles Denken so und ich will auch, dass es mich in der Hinsicht weiterbringt, so kommunikativ oder sowas, dass ich nicht so blöd bin, bleibe, wie ich jetzt bin. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen weiterbilden. Jetzt bin ich hier noch ein bisschen den Berg hochgelaufen. Ich dachte, hier ist irgendeine richtige Aussichtsplattform. Aber hallo, kommen. Wenn es online kommt, dann ist nichts passiert. Ich dachte, hier ist eine Aussichtsplattform, weil ich hier diese Zäune von unten gesehen habe. Halleluja. Dann habe ich eine Höhenangst. Außerdem ist es auch gut windig und man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass man runterfällt. Ich hoffe, ihr hört überhaupt irgendwas. Und hier hört es wieder auf, weil hier wieder die Steine vor sind. Boah, ey.
Ist das schick. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich solche Ausblicke in den fast 3 Monaten, die ich jetzt hier bin, oder 3 Monate, die ich hier bin, nicht wirklich ausgenutzt habe. Hier ist kein einziger Mensch. Du hast hier völlig deine Ruhe. Hier ist niemand. Gut, da vorne ist ein Dorf, aber die gehen alle da und nicht hier hin. Krass. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt und ich war gerade am Überlegen. Also ich bin jetzt hier wirklich, das geht hier extrem tief runter, genau ab hier. Oh Junge, mein Handy wäre fast aus der Hand geflogen. Und ich war gerade wirklich am Überlegen, ob ich mich hier mal auf so ein Ding setze. Aber wenn ich mir mal hier so die Stabilität von so einem Stein angucke, also du kannst ja einfach überall was abreißen. Alter, das ist ja lebensgefährlich. Du denkst, das ist so Klippenstein und du kannst ihn einfach zerbröseln. Ey, ich schwöre, wenn ich da raufgehe mit meinen 110 Kilo, dann bricht das Ding ab und ich falle hier 100 Meter runter. Junge, voll gefährlich. Überall nimmst du diese Steine hier. Ui. Ja. Ich bin hier direkt am offenen Meer. Dementsprechend ist es hier auch relativ windig. Und was sehe ich hier im Papierkorb oder im Mülleimer? Hier ist irgendwer mit einem Regenschirm hergekommen. Really? Also kann man diese Gedanken nicht haben, dass es vielleicht am offenen Meer nicht wirklich gut ist für einen Regenschirm? Also was hat der sich dabei gedacht? Oder die? Na ja, die. Nein. Boah, Leute, was ist das? Ich muss hier nochmal ganz kurz anhalten. Mann, du könntest hier alle 5 Minuten stehen bleiben irgendwo. Wie krass sieht das aus? Junge, ich lebe 3 Monate hier und so, ey, guck mal, wie cool das hier aussieht. Vor allem dieser Stein da, der steht da einfach so aufrecht. Juckt ihn überhaupt nicht. Oh Mann, wieso fokussierst du denn nicht? Du bist doch ein super schönes Handy. Los, ha, geil. Ich würde jetzt gerne baden gehen irgendwie, aber ich habe Angst, dass es dann zu sehr als Freizeitaktivität gesehen wird und dann kommen die Polizisten und sperren mich für 27 Jahre ein in portugiesische Gefängnisse. Was ich tatsächlich nochmal sagen wollte, ich war vorhin am Flughafen gewesen, weil ich jetzt hier gerade wieder am Flughafen vorbeifahre. Ich habe da die Security bzw. die Polizei, die da aufpasst, habe ich gefragt, wann denn der nächste Flieger wieder regulär ans Festland geht. Also from the island, so ihr kennt ja mein Englisch. Hello, do you say me please when the next flight go away from the island? From the island. Also ich habe wirklich manchmal Iceland gesagt, weil es wird ja Iceland geschrieben und ja... Ich muss da nicht näher drauf eingehen. Ich glaube, einige Leute kommen schon langsam darauf klar, was für ein Mensch ich bin. Und sie hat auf jeden Fall nach schwierigen Kommunikationsproblemen. Das Gute ist, ich kann kein Englisch, sie kann kein Englisch und ich kann so tun, als ob ich so Engländer bin, weißt du? So nicht so, und sie denkt so, oh fuck, Alter, der ist so voll Main-English-Speaker und ich verkacke gerade so. Auf jeden Fall hat sie gesagt, dass Samstag der nächste Flug nach Lissabon gehen würde. Das habe ich dann auch in meiner Instagram-Story publiziert und das hat sich eigentlich auch ganz gut angehört. Ich dachte mir, geil, Alter, Samstag nach Lissabon und von dort aus komme ich dann schon irgendwie, dann nehme ich mir dafür 1-2 Tage ein Hotel und von dort aus vom Festland komme ich locker easy dann nach Deutschland. Jetzt hat mir jemand geschrieben, der da ein bisschen mehr Ahnung von hat, der gesagt hat, ich komme zwar nach Lissabon, aber ohne Gesundheitsprotokoll oder Gesundheitsnachweis, irgendwas braucht man, kommt man nicht nach Deutschland irgendwie. Das ist, ich weiß nicht, wie das geregelt ist. Vielleicht komme ich auch gar nicht rein nach Lissabon. Ich weiß nicht genau, wie er es gemeint hat. Auf jeden Fall hat er gesagt, lass es sein. Selbst wenn du in Lissabon bist, gibt es momentan keine Flüge, die von Lissabon nach Deutschland fliegen. Und das noch viel größere Problem ist, du wirst dort kein Hotel bekommen. Also du glaubst ja wohl selbst nicht, dass es jetzt irgendwelche Hotels gibt, großen Hotels gibt, die jetzt darauf warten, dass eine einzige gestrandete Person dort sich ein Zimmer nimmt. Also die sind auch wahrscheinlich alle zu gerade. Und dann ja, wäre ich natürlich logischerweise obdachlos. Und deswegen, ja, regulär. Also mein nächstes Ziel wäre jetzt der 5. Mai, der mir ein bisschen Hoffnung gibt. Also am 5. Mai gibt es einen TUI-Flug zurück nach Deutschland, Hannover oder wo auch immer. Ist mir egal, Hauptsache Deutschland. Ich würde auch, wenn ich in Deutschland bin, würde ich auch nach Nähe Bielefeld laufen. So ist mir scheißegal, ob ich dafür 8 Tage brauche. Ich will einfach nur diesen Gedanken haben, dass ich endlich wieder in der Heimat in Deutschland bin. Weil ihr, auch wenn es hier schön ist, auch wenn ihr gerade im Video schon viele geile Sachen gesehen habt, trotzdem vermisse ich Deutschland einfach. Auch wenn man es nicht nachvollziehen kann. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin Deutscher und ich vermisse Deutschland einfach so generell, diese Kultur, das Essen, na, was heißt diese Kultur, so angemeckert werden und angezeigt werden, das ist so, nein, ich meine jetzt nicht so allmannmäßig, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ja, jedenfalls am 5. Mai soll wieder ein Flug gehen. Ich habe mir den gestern schon mal angeguckt, 150 Euro kostet der, das sieht tatsächlich auch echt aus und nicht wie ein Flug, der einfach nur eingetragen ist, so standardmäßig wie bei Condor. Grüße gehen immer noch nicht raus an Condor, die einfach immer noch normale Flüge buchbar machen. Du kannst immer noch für 80 oder 30 Euro nach Mallorca, so, das ist alles nicht mehr zeitgemäß, das geht alles heute nicht mehr. Und trotzdem steht es da noch drin und du kannst es buchen, du bezahlst dafür und wenn die dir, dann schreiben die dich 2 Tage später an, sagen dir, nein, das funktioniert leider nicht aufgrund der Umstände momentan und ich so, ach nee, ist das erst seit 2 Tagen bekannt oder was? Und dann kriegst du dein Geld nicht zurück. Dann musst du da erstmal einer kostenpflichtigen Hotline anrufen, 5 bis 10 Tage später, weil die gerade eh überbucht sind, weil alle da anrufen und ihre Flüge stornieren wollen und dann kriegst du vielleicht dein Geld wieder.
Aber ich finde das eine Dreistigkeit, dass man nicht automatisch sein Geld wiederbekommt. Nein! Junge, stell dir vor, die halbe Welt bricht zusammen. Du parkst dir auf so einem Parkplatz, denkst dir, ja, die werden schon keinen Stress machen mit einem Parkticket, kommst zurück, bekommst so ein 30 Euro Parkticket, so weißt du, die ganze Welt fällt auseinander, erstmal ein Parkticket bekommen. Ich würde gerne mal wissen, ob die das jetzt, ja, also in der Innenstadt machen die das bestimmt immer noch, oder? Läuft da noch Ordnungsamt oder sowas rum, oder hat das gerade mal sein Amt abgegeben, weil es einfach komplett unwichtig ist gerade, frage ich mich gerade. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingsorte hier auf der Insel. Hier sind die ganzen Hotels alle, die jetzt natürlich Lost Places mäßig übelst leer sind. Also hier die ganze Front. Und hier unten habe ich mal diesen Livestream gemacht, wo Monte mich gehostet hat und ich auf einmal 27.000 Zuschauer hatte. Hier war das. Aber das war halt komplett dunkel und niemand konnte sehen, wie schön es eigentlich war. Man hat immer nur so ein bisschen das Wasserrauschen gehört. Da bin ich zum Beispiel auch hier hochgegangen. Also hier runter und das war schon gruselig, aber man hat leider nichts gesehen. Genau das war der Ort. Oh mein Gott, ich kann euch so viele Insider-Infos geben. Was ich auch interessant finde, man sieht hier, obwohl das hier in Portugal sehr ernst genommen wird mit der Ausgangsbeschränkung, sieht man hier extrem viele Leute rumjoggen und Sport machen im Park und sowas. Keine Ahnung. Einerseits sind das richtige Gesetzesentschlüsse, dass man bis zu 5 Jahre Haft bekommen kann hier in Portugal, wenn man sich nicht daran hält, ohne triftigen Grund. Also man muss schon einen Grund haben, sowas wie Einkaufen oder Apotheke. Und andererseits scheißen die Leute einfach drauf und joggen draußen rum. Das ist schon interessant. Ja, jetzt sind irgendwie 2 Tage vergangen. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ich ja noch einen Vlog machen wollte. Ich bin gerade schon wieder ein bisschen unterwegs. Und mit diesem wunderbaren Ausblick wollte ich tatsächlich auch dieses Video beenden, weil das jetzt nicht einfach so ein abruptes Ende haben soll. Nochmal kurze Information. Ein Flug von dem ich geredet habe, wurde schon abgesagt. Ich habe jetzt den für den 5.5. gebucht. Bei TUI Fly. Ja, mal gucken. Bis jetzt habe ich noch keine Absage bekommen. Gestern habe ich es gebucht. Und vielleicht wird es was oder vielleicht wird es auch nichts. Kann man nicht ändern. Aber das ist einfach zu geil. Ich finde es sehr traurig, dass ich das jetzt erst so intensiv für mich entdecke, einfach alleine rumzufahren und sich hier sowas anzugucken. Ich finde das echt faszinierend, weil das auch nicht nur eine Stelle ist, sondern es geht ja so weiter. Also hier vorne ist so ein Abhang, da kann man runter. Also da kann man sich hinsetzen und du hast hier fast so einen 180-Grad-Blick einfach nur aufs unendliche Meer. Und das ist schon... Natur ist schon was Schönes, Mann. Weißt du, ich als Großstädtler, ich schätze das gar nicht so. Ich freue mich, wenn wir so einen Park mit 3 Bäumen haben und ein bisschen grüner Wiese. Und ich denke so, oh krass, Alter. Ich lebe gut. Da gibt es ja irgendwelche Leute, die leben hier mit dem Haus, haben hier ihr Haus für immer und haben so eine Aussicht. Naja. Ja gut. Dankeschön, dass ihr euch das Video bis zu diesem Punkt angeguckt habt und oh, das war jetzt mal ein Tag mit mir so gesehen. Ne? Außer das hier, aber das ist ein anderer Tag, aber ansonsten ist das so mein Tag gerade. Bye. Nee, das geht so, oder? Ach, du weißt schon, was ich meine. Ciao.